Action, Spaß und natürlich Teamgeist. Das alles ist Softball bei den Neuköllner Sportfreunden, bei den NSF Ravens. Ich liebe halt diese Vielfalt, weil du rennen, schlagen, werfen, fangen musst. Und das hat nicht jede Sportart, dass man so viel machen kann. An diesem Wochenende kämpfen die Ravens beim Final Four Turnier um den Titel Bestes Team Norddeutschlands. Und gleich im ersten Spiel gegen die SCC Challengers starten die Gastgeberinnen mit einer Niederlage. Als Base Coach am Rand und später als Pitcherin auf dem Feld Ramona Sunny Hönicke. Seit über 21 Jahren spielt sie schon für die Ravens. Zudem ist sie als Spielertrainerin aktiv. Eine Mami, auch eine Schwester oder eine Tochter. Wir haben alle dabei bunt gemixt, egal wo man herkommt, was für eine Sprache man spricht. Man ist einfach hier ein Teil des Teams. Auch wenn Sunny gelegentlich an der Seitenlinie steht, gecoacht wird das Team von Christopher Hodig. Und trotz der 7:8 Niederlage gegen die Hannover Regents im zweiten Spiel liebt und lebt er den Sport. Jede freie Minute verbringt er auf dem Sportplatz, wenn er nicht in seinem Vollzeitjob arbeitet oder im Kleingewerbe tätig. Man macht es zuliebe des Sportes, dass man da halt auch sagt, vor der Arbeit noch 2-3 Stunden Training und dann schnell duschen, ab zur Arbeit. Es ist anstrengend, aber es macht mega Spaß. Im dritten Spiel gegen die Holm West End 69ers heißt es nun Vollgas geben. Mit dabei Evian White, die sich seit einigen Jahren unermüdlich um die Förderung und Entwicklung junger Nachwuchsspielerinnen kümmert. Wenn ihr also bereits jetzt nur vom Zusehen Lust bekommen habt, meldet euch doch gerne bei den Ravens und kommt zum Probetraining. Das beste Beispiel für Nachwuchsförderung, Malak El-Mahmoud. Vor 5 Jahren begann sie mit dem Sport. 2022, also in diesem Jahr, wurde sie in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Also ich habe mich erstmal ganz doll gefreut. Ich war erstmal selber geschockt, weil ich ja nur erstmal 5 Jahre spiele und davon 3 Jahre Softball. Letztendlich müssen sich die Ravens zwar auch in ihrer dritten Partie geschlagen geben, trotzdem bleibt am Ende der 4. Platz. Das ist doch was. Ich glaube, wir gehen da mit guten Erfahrungen raus. Wir haben alle super Leistungen gehabt das Wochenende und gehen immer jeder mit seiner eigenen kleinen Blase da raus, wo er sagt, man hat da was für sich mitgenommen. Hier habt ihr noch einmal eine Übersicht über alle Partien des Final Four. Im Finale kommt es zum Rematch des letzten Gruppenspiels zwischen den SCC Challengers und den Hannover Regents. Auch dieses können die Challengers für sich entscheiden. Im Schnelldurchgang gewinnen sie mit 11:4 und sind somit Siegerinnen der norddeutschen Verbandsliga. Also wir haben halt gesehen, dass wir sie im ersten Spiel schlagen konnten und dann waren wir natürlich motiviert, das dann nochmal zu tun. Ich glaube, unterm Strich haben wir einfach die Nerven behalten und weniger Fehler gemacht. Ja. Auf dem Paul-Rusch-Sport. Bei den Neuköllner Sportfreunden geht ein fantastisches Softballfest bei den Ravens zu Ende. Und somit auch ein Wochenende voller Action, Spaß und natürlich Teamgeist. Wenn ihr also neugierig geworden seid, dann schaut doch mal vorbei.